Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge On The Hills, zusammen mit dem David. Hey ho. Und dem Jan-Niklas. Hallo. Wir wurden gefragt, das hört sich jetzt irgendwie an wie die Sendung Familienduell. 100 Leute haben wir gefragt. Kennst du die, David? Nee, ich gucke echt kein... Also ich merke es mittlerweile, wenn meine Eltern und meine Großeltern sich über Fernsehprogramme unterhalten. Ach, das ist von früher. Das gibt's heute, glaube ich, sogar nicht mehr. Nee, aber jetzt so, ich gucke jetzt wirklich, seitdem ich YouTube mache, eigentlich überhaupt kein Fernsehen mehr. Gelegentlich Formel 1. Aber diese Saison waren es genau 2 Rennen. Also, so viel Fernsehen habe ich in letzter Zeit geguckt. Und ich merke, wenn die sich über irgendwelche Sendungen unterhalten, ich bin einfach komplett raus. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was da so abgeht im Fernsehen. So geht's mir mit der Bundesliga aktuell. Aber ich bin auch eigentlich froh, dass ich davon weg bin. Weil irgendwie ist halt auch Zeit, die man sonst davor sitzen würde. Und die mache ich, glaube ich, lieber mit anderen Dingen. Und ich vermisse Fernsehen überhaupt nicht. Na gut, abends gönne ich mir halt was auf Netflix oder so. Ja genau, das ist aber für mich nicht Fernsehen. Das ist ja ein bisschen was anderes. So. Netflix mache ich ja auch. Habe ich dir letztens da die Serie mal empfohlen mit dem Bastian Pastewka? Ja, muss ich noch schauen. Die 5 Folgen hat oder so? Okay, es regnet. Das war's. Okay, dann würde ich sagen, Getreide schnell reinfahren, bevor es nass wird. Ja, und direkt zieh hier raus und ja, Niklas, direkt die Plan zumachen, dass das Getreide nicht nass wird. Und dann würde ich mir an eurer Stelle den Puma schnappen und Mais anbauen, weil wir haben ja mal gesagt, so ein bisschen Mais wäre ja auch mal ganz cool. Genau, du hast wahrscheinlich ein paar... Das Lager, oder? Ja, natürlich. Wir haben ja die... Leute. Wie heißt die? Die Lemken. Ansonsten holen wir irgendwann vielleicht noch eine andere. Ich habe wieso mal ein bisschen geschaut. Sehr maschinenmäßig müssen wir ja doch noch aufrüsten. Zumindest mal eine zweite. Genau wie beim Grubber. Gut, da haben wir jetzt einen 4- und einen 6-Meter Grubber. Eigentlich können wir bald den zweiten 4-Meter, 6-Meter Grubber kaufen. Oder weiß ich noch nicht so richtig. Ich stehe ja eigentlich total bei 6-Meter Geräten noch auf 3 Punkt. Ja, absolut. Lass uns mal nach einem Horsch RT6, also nach der Scheibenegge von Horsch, 6 Meter, 3 Punkt gucken. Joker, die gab es ja früher immer, die fand ich eigentlich immer cool. Wenn es die in einer vernünftigen Qualität gibt als Mod, dann wäre das was, glaube ich. Ist nicht eine 6 Meter drin im Horsch DLC? Ja, aber das ist, glaube ich, eine nachgezogene, oder? Nachgezogene. David, wir haben doch eine 6 Meter 3 Punkt drauf. Ja, die Lemken. Die haben wir ja schon, aber ich möchte ungern zweimal dieselbe haben. Also klar, wenn es nicht anders geht, aber ein bisschen Vielfalt ist ja auch nie verkehrt. Ja, stimmt, den gab es ja auch noch, den Joker. Das kriegen wir schon hin, auf jeden Fall. Oh. Ja. Aber wir sind immer noch zum Thema gekommen, zu dem ich eigentlich kommen wollte. Wir sind gefragt worden, ob wir mal ein bisschen über unsere Berufe sprechen könnten, also was wir da so machen. Und ich gebe da gerne David mal den Vortritt. Ja, Und dass du uns mal so ein bisschen erzählst. Ich kann gar kein Körnermais anbauen. Wieso? Körnermais kann ich anbauen am ersten, zweiten Frühlingstag und am dritten, am ersten Sommertag. Dann schnapp dir den Grubber. Keine Saison, leider. Ja, mache ich auch. Dann kannst du schon mal 33 machen oder so. Dann spulen wir vielleicht nachher ein bisschen, wenn wir die Felder fertig gegrubbert haben. Genau. Was darf ich machen? Ja, eine gute Frage. Stimmt, jetzt wohl. Ja, du kannst vielleicht schon einmal das Feld düngen. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen zügiger spulen, damit wir den Regen auch rumkriegen. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn es mal regnet. Im LS13. Also, ich denke, die Folge hier kriegen wir schon voll, ohne dass du jetzt spulst. Das ist... denke ich, kein Stress. Ja, 15 ist ja jetzt eh nicht so das Tempo, ne? Dann ist zum Folgenende irgendwann Nachmittag. Ja. Ja, also wie gesagt, Thema war, ob wir ein bisschen über unsere Berufe sprechen können. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Thema. Und ja, damit möchtest du vielleicht anfangen? Wer es nicht macht, weiß, ich mache eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker. Was macht man als Anlagenmechanikern? Als Anlagenmechanikern? Als Anlagenmechaniker, ist man Mechaniker und zuständig für Anlagen. Um das Ganze mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Überraschung.
Das bedeutet, okay, dass man zum Beispiel Anlagen baut, je nach Bereich, ne, ob man jetzt in was für ein Unternehmen man arbeitet, Anlagen baut oder halt Anlagen wartet, instand hält, repariert, abreißt. Ist eigentlich relativ vielschichtig. Viele kennen den Beruf auch noch unter Schlosser. Ach, echt? Ja, das sagt mir jetzt wiederum was. Ja, das ist eigentlich so die alte Berufsbezeichnung. Anlagenmechaniker ist halt wirklich ziemlich allgemein, weil da gibt es halt zig Fachrichtungen, Richtung Fräsen und Drehen und sowas, Zerspannungstechnik gehst, Schweißer. Ich habe immer gedacht, Schlosser sind die, wo auch Werkzeuge und sowas herstellen. Und auch, ja, auch. Werkzeugfallmechaniker ist das dann, glaube ich, von der Richtung her. Das gibt's auch. Das gehört irgendwo alles zu dem Feld. Werkzeug baue ich nicht. Ausbildung so? Ah, okay. Aber ich mache halt sowohl Zerspannung als Schweißen, als auch zum Beispiel Rohrleitungen und sowas, Biegen, Anschlüsse, Rohrflansche und so weiter. Gut, dann ist wahrscheinlich auch Schweißen und sowas natürlich dabei. Ja, ja, genau. Und bis jetzt bereust du es nicht? Also ist das so das, was du dir auch in dem Beruf so vorgestellt hast, wie du angefangen hast? Ja, auf jeden Fall. Macht Spaß. Manchmal denkt man sich so, an manchen Tagen, wenn man mal einen schwachen Tag hat, sage ich mal, weil hättest du dir mal lieber was gesucht, wo du den ganzen Tag im Büro sitzen würdest, aber eigentlich bin ich ganz froh. Aber ich glaube, wenn man dann im Büro sitzen würde, dann denkt man sich auch, oh, hättest du mal was, wo man sich bewegen kann. Es ist gerade Stroh weggegangen, ne? Durch den Regen. Aus der Scheune? Nein, nicht aus der Scheune, auf dem Feld. Hier die Bahn, wo ich gelegt habe. Da ist gerade die Hälfte gerade verschwunden davon. Oh gut, das ist ja eh abgeschrieben, sag ich mal. Ja, ich grubber es eh gerade unter. Ja, wie gesagt, ja, Niklas, du kannst dir den Dings nehmen, den Düngerstreuer und dann einmal über die Felder drüber gehen. Jo, alles was schon gegrubbert ist, einmal düngen. Da haben wir schon mal eine Möchtest Stufe du so ein bisschen mal so Einblick geben in der tägliche Arbeit, wie das so läuft? Also, ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich bin halt in der Ausbildungswerkstatt im Moment, ne? Bin ja eher noch am Lernen und nicht so im normalen Alltag. Das habe ich nur zwischendurch immer mal wieder. Könnte irgendwer vielleicht mal meinen Trecker warten? Ja, mache ich. Ich komme. Meiner muss auch gewartet werden, sehe ich gerade. Oh, so lange läuft. Gott sei Dank. Das war's schon dann bei dir, oder? Ja, eigentlich schon. Also. Okay. So, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, bei mir gibt's wahrscheinlich, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, kann ich mehr erzählen. Ja, mit Sicherheit. Na, meine Ausbildung liegt jetzt schon 8 Jahre zurück. Ich habe Bankkaufmann gelernt. Den Beruf in Deutschland auf einer Bank. Bin danach, habe da noch ein Jahr da in dem Beruf auch gearbeitet. Habe dann aber gemerkt, der Bankkaufmann, der am Schalter so diesen Servicebetrieb übernimmt, das ist nicht so meine Welt. Also das war jetzt nicht das unbedingt, was ich mein Leben lang machen wollte. Und habe dann gesagt, da ich halt, ja, sage ich mal, recht nah zu Luxemburg wohne, ich bewerbe mich in Luxemburg. Denn Luxemburg hat eine sehr, sehr große Bankenlobby und dort arbeitet man auch international, also im internationalen Bankgeschäft. Und meine Berufsbezeichnung ist Professional Officer for Alternative Investment Funds. Also ich bin eigentlich so ein, wenn man das so nehmen will, bin ich eigentlich so ein Kontrollorgan oder so ein Abwicklungsorgan für alternative Investmentfonds. Wir kümmern uns um die Abwicklung von Investitionen, die der Fondsmanager für den Fonds, tätigt und kaufen für einen Fonds beispielsweise Schiffe, Flugzeuge. Vielleicht musst du erstmal erklären, was ein Fonds ist für alle Jüngeren, die das vielleicht nicht so. Fonds, gell, da sollte ich vielleicht vorne anfangen, genau. Ein Fonds ist ein Vehikel oder ihr könnt euch einen Fonds vorstellen wie ein Kochtopf. Ja? Und zwar ein Fonds, also das ist ein Kochtopf, da können ganz viele Leute können Zutaten mitbringen. Ja, Zutaten sind jetzt beispielsweise in dem Sinne, ist euer Geld, das ihr habt. Da kann beispielsweise der Max bringt 10 Euro mit, der Fabian bringt 20 Euro mit und so
füllt sich der Topf mit Zutaten immer und immer weiter. Und so ist das beim Fonds auch. Da kommt immer und immer mehr Geld zusammen von vielen verschiedenen Leuten. Dieses Geld wird halt zusammen gesammelt und davon werden dann Sachen gekauft, die man sich als Einzelner beispielsweise nicht leisten könnte. Wie beispielsweise Wertpapiere, Aktien, Renten oder sowas. Das sind so die sage ich mal, die normalen Investmentfonds. Und dann gibt es Menschen, die investieren ihr Geld, wollen ihr Geld nicht in, sage ich mal, Wertpapiere investieren, sondern in Sachen, in Dinge. Ja, also Sachen, die man anfassen kann, die man berühren kann. Und da man sich, sage ich mal, jetzt als einzelner Mensch schlecht irgendwie hier so ein Schiff kaufen kann und das vermieten kann, ist es so, dass dieses Geld von vielen, ganz vielen Leuten zusammen gesammelt wird. Davon werden dann Schiffe gekauft und die werden dann beispielsweise vermietet an Unternehmen, die sagen, ja, ich habe jetzt hier was, das muss vom Hamburger Hafen nach Singapur in den Hafen gebracht werden. Und dann mietet so ein Reeder, so eine Reederei, das nennt man so, das ist so eine Spedition für Schiffe, mietet dann Schiffe und bringt die Ware dann, sage ich mal, wirklich von Hamburg nach Singapur. Also wie gesagt, ihr könnt euch einen Fonds vorstellen wie ein Topf, wo ganz viele verschiedene, ganz viel verschiedenes Geld von ganz vielen verschiedenen Leuten reinkommt. Und wenn ein gewisser Betrag drin ist, dann wird da investiert. Und der Sinn ist ja im Endeffekt, sein Geld zu vermehren. Genau, richtig. Sinn ist halt da, dass du halt damit halt die Dinge kaufen kannst oder wofür Dinge gekauft werden, wo du dran ja Gewinn, natürlich hoffentlich Gewinn verdienst oder Gewinn machst. Was du halt als Einziger alleine gar nicht könntest. Und das mache ich für alternative Investments. Alternative Investments sind halt, wie gesagt, Dinge, die man anfassen kann und berühren kann. Und wir kaufen beispielsweise für Kunden oder für die Fonds Flugzeuge, Schiffe, Windkraftanlagen, also die Windkrafträder beispielsweise oder Photovoltaikanlagen. Die kennt ihr bestimmt auch. Die stehen wahrscheinlich bei euch auch daheim rum oder in der Nähe. Dann darf kaufen ich mal ganz wir. Kurz unterbrechen? Ja, klar. David, kannst du mal gucken, ob bei dir der Düngerstreuer funktioniert? Bei mir macht er da irgendwie. Ich sieh Zapfwelle dran. An. Ja. Ich kann ihn noch anschalten. Nee, das Feld ist auch noch gedüngt. Das siehst du an der Bodenfarbe. Komm mal auf das Feld 32. Da siehst du an der Bodenfarbe, dass mein Feld beispielsweise nicht gedüngt ist. Ja, sonst kannst du auch auf der Karte gucken. Das hier hat erste Düngerstufe. Ja, das ist wahrscheinlich, weil du da das Chop Straw untergekrubbert hast. Und hier auf dem Feld habe ich ja kein Chop Straw. Ja. Und wie gesagt, sowas kaufen wir halt für den Fonds oder wir vergeben Kredite an andere Banken oder an an Unternehmen in Entwicklungsländern, also in arme Länder, dass dort Menschen Geld bekommen, die auf einer normalen Bank keinen Kredit bekommen werden, also sowas Nachhaltiges. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Ist ein bisschen so, wenn man es so erzählt, ein bisschen komplizierter, weil es ist nicht sowas, was man jetzt so viel kennt. Also in Deutschland gibt es nicht viele Standorte, wo dieses Geschäft betrieben wird. Das sind jetzt eigentlich bisher so nur zwei größere Standorte. Ne? Bitte? In Deutschland ist eher Wertpapierfonds, ne? Genau, richtig. Aber dieses alternative Geschäft gibt es in zwei Städten in Deutschland auch. Das wäre München und das wäre Frankfurt. Da wird dieses Geschäft noch auch betrieben. Nur es wäre beides für mich zu weit zum Fahren. Also, das heißt, wenn ich nicht mehr in diesem Beruf oder in diesem Berufsfeld arbeiten könnte, wo ich jetzt arbeite, müsste ich halt entweder in die Städte oder müsste im Bankensektor irgendwas anderes machen. Ja, das ist so ein bisschen einfach zu diesem Thema. Ja. Es ist natürlich sehr, sehr witzig, weil teilweise kriegen wir Anfragen. Da wollen beispielsweise Initiatoren, also Initiatoren sind die Personen, die solche Fonds auflegen möchten, kommen dann beispielsweise mit Anfragen. Da wollte jetzt beispielsweise einer bei uns, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ich nenne auch keine Namen und nichts, da hat er gesagt, er möchte einen Fonds auflegen, Geld sammeln mit dem Fonds. Und damit einen alten Salzstock, also ein altes Salzbergwerk kaufen unter der Erde. Und wollte dieses Salzbergwerk für eine gewisse Zeit unter Wasser setzen, damit sich da die Hohlräume weiter ausbauen, dass das Salz halt noch weiter rausgespült wird, das Verbleibende.
und wollte die Hohlräume, die dann entstehen, wollte die dann quasi vermieten für gefährliche Stoffe, so als Lagerplatz. Also sowas gibt's dann natürlich auch. Okay. Aber das sind so Geschäfte, also es gibt auch viele krumme Dinger, die da gedreht werden. Und das gehört halt so zu Geschäften, die unser Institut nicht macht. Ja. Also es gibt total krasse Sachen. Beispielsweise, was wir auch mal hatten, was aber wiederum ganz interessant war, für jemand, der gern Wein trinkt. Man kann auch einen Weinfonds beispielsweise auflegen. Das könnt ihr euch so vorstellen, da wurde ein Sommelier, also jemand, der sich auskennt mit Wein, hat dann das Fondsmanagement übernommen. Der hat dann verschiedene Weine ausgesucht. Und jeder Kunde musste, wenn er da dran oder da drin investieren wollte, in diesem Fonds 5.000 Euro bezahlen. Und dann hatte jeder quasi so einen Einkaufskorb in dem Fonds. Und der Sommelier hat für jeden dieselben Flaschen gekauft. Ja, das heißt, jeder hatte eine Flasche von dem Wein, eine Flasche von dem Wein. So, jeder hatte denselben Korb. Und diese Weine wurden dann, ich glaube, 5 Jahre gelagert, um zu reifen. Und dann wurde nachher geguckt, diese Weine in dem Korb für 5.000 Euro, wie viel sind die nachher wert nach diesen 5 Jahren? Weil Weine, gerade Rotweine, mit der Reife werden die ja wertvoller. Wenn das ein guter Jahrgang beispielsweise ist und der Geschmack sehr, sehr gut ist, dann ist das hochgegangen auf 7.800 Euro. Also aus 5.000 Euro hast du in 5 Jahren 7.800 gemacht. Das ist gut. Und ja, das ist sehr gut, weil du hast halt teilweise, es gibt halt Menschen, die haben halt ein bisschen mehr Geld als andere, die haben dann nicht nur einen so Korb gekauft, sondern die haben, sag ich mal, 270 solcher Körbe gekauft. Und wenn du das dann in Relation setzt, ist das sehr viel Geld, was die gewonnen haben mit Wein. Und da das Schöne oder Besondere ist, du konntest dir aussuchen als Investor, also als Geldgeber, ob du die Weinflaschen haben möchtest und die vielleicht selber noch reifen lassen möchtest in deinem Keller oder ob der Wein verkauft werden soll und du das Geld dafür bekommst. Das finde ich echt eine coole Sache. Und da seht ihr halt dran, das ist was Alternatives. Also da werden keine Aktien und sowas gekauft, sondern dort werden wirklich Sachen, halt alternative Sachen gekauft. Und das ist so mein Job. Ich überwache die, oder wir in unserer Gruppe überwachen auch die Fondsmanager, dass die sich beispielsweise an gesetzliche Bestimmungen halten, auch mit dem Fonds. Das heißt, die Fonds haben auch eine Aufsicht, wie in Deutschland die BaFin beispielsweise, das Bundesamt für Finanzmarktaufsicht oder auch die Bankenaufsicht da, wo drin ist. So gibt es auch eine Aufsicht für Investmentfonds. Und jeder Fonds hat einen sogenannten Verkaufsprospekt. Und in diesem Verkaufsprospekt stehen Dinge drin, die der Fonds darf und die er nicht darf. Und das überwachen wir, dass da halt nur im Sinne des Anlegers gehandelt also wird. Also quasi so wie bei unseren Folgen, dass wir sagen, nicht länger als 15 Minuten. Genau, richtig. Und darauf passe ich auf, dass das passiert. Aber da David mir das sagt, ist die Folge jetzt rum. Und lieber Fragensteller, ich hoffe, es war okay, dass wir jetzt auch so über unsere Jobs geredet haben. Wenn ihr da weitere Fragen habt, könnt ihr uns gerne welche stellen. Ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Und bis dahin. Ciao. Ciao.